Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade auf Teneriffa. Wer wir sind? Einmal Chrissy. Moin. Ich und zwei weitere Special Gäste, die werdet ihr gleich auf jeden Fall auch noch kennenlernen. Das ist unser Balkonausblick, richtig wild. Beachtet nicht, wie der Balkon aussieht. Heute geht's in einen XXL-Wasserpark und der soll wirklich richtig fett und richtig geil sein. Ich bin super gespannt. Du hast jetzt eine Minute lang Zeit, unsere Sachen zu packen. Fertig. Wie fertig? Ich hab schon gepackt. Perfekt. Wir müssen alles los, ne? Wir werden heute übrigens schauen, wer länger im Wasserpark aushalten kann. Mal schauen, wie lange wir drin bleiben können. Wir sind im Wasserpark angekommen. Mit dabei haben wir übrigens einmal Kelvin. Hallo. Und Sazet. Hi. Und wir schauen heute, wer länger in dem Park bleibt. Sprich, wenn er nachher zumacht, wir bleiben drin. Okay. Oh. Ich bin richtig gespannt. Das ist einfach eine Rutsche da oben. Wir versuchen heute wirklich alles zu machen hier. Wir sind einfach noch richtig geflasht von diesem Wasserpark, weil der einfach so richtig fett ist und richtig schön gemacht ist. Und hier einfach so eine Rutsche ist, die durch so ein Becken geht. Und kennt einmal diese ganzen Fische hier. Alter. Das ist einfach, oh mein Gott. Ey, ich hoffe ja sehr für die Taucher da, dass die nur sauber machen und nichts heil machen. Alter, was hat der für Ziele? Es kann losgehen. Oh. Erster Wasserkontakt. Oh shit. Wir werden so erfrieren gleich. Achso, setzt man sich gleich direkt da drauf? Oh. 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 Jesus. Bald haben wir schon mal. Die kommen auch langsam. Ich weiß nicht, für eine erste Wasserbahn ist hier, die wir nehmen. Aber die ist random. Wir hängen ja einfach alle fest. Ich muss sagen, die erste Wasserbahn hier, übertrieben zierlich. Mal schauen, was es doch hier erwartet. Es gibt richtig fette Sachen. Geil. Voll vorbeigeschummelt. Keine Also bisher ist richtig geil, aber diese Wege zu den Wasserrutschen sind ja mal so random. Ey, Digga. Die Wasserbahn würde ich, glaube ich, erstmal nicht fahren. Wie fandest du die erste Rutsche? 10 von 10. Wie fandet ihr die erste Rutsche? Mega. Ja. Hier ist so ein Schwierigkeitsgrad bei den Bahnen und jetzt rot. Oder ich unter deine. Oh, so. Skala 1 bis 10, wie war die? Eine 8. Skala 1 bis 10? Eine 9. Zu 11 von 10. Ey, in diese Rutsche geht es jetzt. Sieht man das da oben? Sieht man die da oben? Da oben so ein bisschen so ein Tempel. Geht's los. Dann geht es sowas von steil runter. Und da boah, guck mal, wie schnell, guck mal, wie schnell die da durchrutschen. Wow. Oh mein Gott. Da gehen Kelvin nicht rein? Ich nicht. Nee, vergiss es. Ich hab Angst. Ihr schafft das. Kelvin erstmal. Oh. Jetzt Max. Boah, das ist ja gar nichts für mich. Joooo! Boah, wie war's? Junge, ich hab einmal unten aufgemacht, runtergeguckt und die Tür zugemacht. Alter, ist geil. Nächster Stopp, seht ihr ja? Ach, da war wahrscheinlich höher. Seht ihr die nächste Bahn ein? Kelvin, ich mach jetzt ein Wettrennen. Was sagst du, wer wird gewinnen? Kelvin. Was sagst du, wer wird gewinnen? Kelvin. Ey, komm! Ich sage, ich werde gewinnen. Let's go, wir gucken. Let's go. Let's go, und mal gucken. Oh, ich glaube, Max hat gewonnen. Ich weiß nicht, was da los war, aber er hat Startschwierigkeiten gehabt. Easy win. Weiter geht's mit irgendwelchen Reifen wieder. Aber es sieht einfach unnormal schön aus hier. Ich glaube, man kann wieder ein Rennen machen. Ich würde sagen, let's go, noch ein Rennen, oder? So ein Rennen wird es wahrscheinlich doch nicht, weil die hinter uns stehen. Oh, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was man gesehen hat und was nicht. Und die nächste rote. Wir stehen jetzt hier gerade an der Karte. Wir haben gemerkt, das Einzige, wo wir noch nicht waren, war das hier irgendwie und das hier irgendwie. Aber den Rest haben wir irgendwie schon wenigstens gesehen, auf jeden Fall. Hier eine Orientierung hier. Null. Ich auch nicht. Bis heute Abend haben wir gute Verstecke. Erste Pause eingelegt. Wir sind alle schon ziemlich fertig. Wir sind schon ganze drei Stunden jetzt hier unterwegs. Guten Appetit, guten Appetit, guten Appetit. Essen übrigens gesponsert bei Chrissy. Hashtag Ehrenfrau in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, warum, schaut gerne mal bei Kelvin vorbei. Dann nehmen wir auch noch ein Video auf. Wo sind wir auf einmal gelandet, Alter?
Kann man das ja mal übersetzen? Mittlerweile sind wir in der gechillten Wasserbahn. Oder man treibt einfach nur so vor sich hin. Das ist spannend. Wow! Wow! Alter! Oh, wo kommt das denn nochmal her hier? Ah! Oh! Hey, what? Ich weiß nicht, was das gerade war. Nochmal? Wir vertreiben uns gerade noch ein bisschen Zeit in der Wasserbahn hier, weil es ist echt richtig chillig. Und das war übel krank gerade aus wieder. Ich weiß nicht, wie das auf einmal, wo das einfach mal herkam. Wir haben übrigens noch eine Stunde übrig. Dann macht der Park zu. Und wir bleiben trotzdem. Ich hab schon ein richtig krasses Versteck, Leute. Oh, let's go! Yeah. Digga, das bockt! Ah. Oh. Hey. Hat gut geklappt! Oh mein Gott! Irgendwo da oben ist der Hai! Mir fällt gerade auf, irgendwie alle hauen schon ab hier. Hier ist nichts mehr los. Und der Park hat noch 50 Minuten offen. Ey, vorhin war es ja alles leer. Hier hauen schon alle ab. Es ist 17:02 Uhr. Offiziell hat der Park ab jetzt geschlossen auf jeden Fall. Noch finde ich alles entspannt, mir geht's gut und noch fühlt sich nichts falsch an. Schon Bock rauszugehen? Geht. Schon Bock rauszugehen? Nein. Und hat jemand Hunger von euch? Absolut. Ja? Im Hotel gibt es irgendwie ab 18 Uhr Essen. Also könnt ihr auch schon mal ins Hotel kommen. 18:30 Uhr. Ich geb's nicht auf. Du gibst nicht auf? Ich nie auf. Ey, im Hotel gibt's bestimmt gutes Essen. Geh doch hin. Ja. Willst du vielleicht schon mal ins Hotel? Nö, nein. Aber zu essen würde ich trotzdem nicht Nein sagen. Ich gewinne das. Kommentiert jetzt mal, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Hier wird schon aufgeräumt. Wir gehen, glaube ich, in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Ey, die machen hier schon alles sauber, alles ordentlich für den nächsten Tag. Und wir chillen hier noch. Aber sie haben nichts gesagt. Alle Mitarbeiter, die sind wahrscheinlich selber noch ein paar Stunden danach noch hier, weißt du? Aber hier ist nichts mehr los. Hier läuft schon die Security rum. Gerade schon erstmal angegangen. Wird unangenehm. Ja, hier kann man, glaube ich, richtig gut die verstecken, glaube ich. Da links ist jemand, aber musst du vorsichtig sein. Hier ist nichts los, ne? Hier ist gar nichts los. Gut, ihr könnt mich morgen abholen, ne? Ach, da kommt einer. Kommt niemand hin hier. Da hat sich was bewegt. Was? Da kommt Security. Ja, halb sechs schon? Es juckt niemanden, dass wir hier immer noch sitzen. Hab ich mir anders vorgestellt. Aber geil. Kommen wir unser Schließfach noch an? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ey, weil wir müssen noch unsere Sachen holen. Ey, das wär's ja der größte Reinfall, wenn er nicht mehr reinkommt, ne? Hier ist niemand! Hä? Durchsage. Oh, da kommt noch eine Durchsage. Ach, wir stehen kein Spanisch. Hier ist einfach niemand. Verstehen, deswegen einfach niemand. Wir nicht rausgehen. Ich glaube, das heißt, wir müssen raus. Bleibst du noch drin? Safe. Bleibst du noch drin? Ja. Bleibst du noch drin? Warum? Ich dachte, ihr haut schon eher ab. Hier laufen einfach nur noch Mitarbeiter rum. Alle Schirme sind schon zu. Niemand mehr da. Niemand mehr da. Guck, es geht irgendwie clean. Ja. Hat funktioniert. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein gewaltiges Problem. Chrissy, kann ich dein Handy behalten? Wie schade, müssen wir jetzt doch zum Hotel. Das ist aus. Das ist einfach rausgegangen. Ich nehme mal mein Handy und dann. Nein, warte. Das ist einfach raus. Viertel vor sechs, ey. Irgendjemand muss mal raus. Haben einen Vorschlag, okay? Wir machen zur vierten Runde Schere, Stein, Papier. So, einer fliegt raus. Okay. Schere, Stein, Papier. Oh. Oh, oh. Wer davon uns beiden jetzt verliert, der fliegt raus. Schere, Stein, Papier. Nein! Pack deine Sachen und hau ab. Ciao. Wie bekomme ich euch raus? Gar nicht? Nö. Ey, im Hotel gibt's geiles Essen bestimmt. Ich hab grad die Idee, ich geh einfach mit Calvin mit. Wir machen uns einen entspannten Jungsabend. Wir machen uns einen entspannten Mädelsabend. Nimm dein Handy. Ja, Calvin und ich machen uns jetzt einen schönen Abend. Ciao. Regel ist unter euch. Ey, wollen wir uns einfach den Gewinn teilen? Ja. Ich bin gerade gebeten, rauszugehen, rausgeschmissen. Oh mein Gott. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ja, wir haben beide gewonnen, würde ich sagen. Deswegen teilen wir uns das einfach. Wir wurden einfach rausgeworfen. Wir machen jetzt zu. Gewonnen. Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Ja, und wer von euch beiden? Wir beide. Wir teilen uns. So war das nicht aus. So machen Mädels das. Ey, Leute, machen wir das. Ey, kommentiert jetzt mal bitte, ob wir wirklich teilen. Wir teilen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.